Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Kochsendung Ihr Lieblingsgericht. Und heute koche ich mit der Judith von Rossig. Servus, Judith. Servus, Alfons. Und du sagst mir jetzt, was du heute machst. Heute gibt es Pichelsteine, aber nicht das gewöhnliche Pichelsteine, sondern nach Art des Hauses. Aha, das heißt, also nach Art Judith. Ja, Judiths Pichelsteine. So machen wir es. Ja. Und zwar habe ich das kreiert, als die Kinder klein waren, weil die wollten weder Porree, noch wollten sie irgendwelchen Blumenkohl drin. Und jetzt gibt es ganz einfach: Karotten, Kartoffel, Petersilie und ein bisschen Fleisch. Du, wenn es mit Leidenschaft und Liebe gemacht ist, schmeckt es genauso gut, wie wenn ich 20 verschiedene Sachen nicht tue. Ja. So ist es. Und vom Zeitaufwand auf jeden Fall nicht viel mehr als fertige Pizza oder so. Und du bist da so ungefähr gleich mit der Kartoffel und mit der Karotte. Wenn es jetzt einen Lauch und so Dinge hergibst, die vielleicht Kinder gar nicht mögen. Mögen es nicht. Ja, also manche vielleicht, aber manche mögen es nicht. Und so hast du das Gericht übernommen bis zum heutigen Tag. Genau, es ist so geblieben. Und wenn du jetzt schreist, hallo, Pickelsteiner gibt's, kommen's dann? Einer von beiden ist garantiert da. Also dann, also je nachdem, wie es zeitlich passt, aber einer von beiden ist garantiert da. Ziel erreicht. Ja, damals Ziel erreicht. Schon. Okay. So, also wir haben gesagt, du gibst Kartoffeln rein, du gibst die Karotten rein. Und Fleisch sehe ich auch bei dir. Mhm. Das ist ein Ländchen. Das Schweineländchen. Ja. Genau. Schweineländchen. Ganz Gott, einfach. Ich schalte das jetzt einmal ein. Ich bitte drum. Weil du bist jetzt, sagen wir mal, du hast einen anderen Herd und das ist ein bisschen anders auszudrücken. Ich habe einen Gasherd und darum habe ich schon gesagt, ich kriege den ja nicht einmal an. Ja, du kriegst ihn schon. Also ich bin deine technische Oberflasche, aber ich bin begeistert von Induktion, weil das einfach sauber ist, ohne dass man sich brennt und schaut immer gut aus. Am Anfang ist es eine Umstellung, da ich sage, man muss den jetzt wieder hindrücken, jetzt pfeift es und quietscht. Aber wenn man das mal herausnimmt, dann geht das wunderbar. Ich liebe meinen Gasherd. Also, das. Ja, das wollte ich jetzt hören. Okay. Aber ich sage das hier, meine ganzen Narben, die ich da habe, seelisch sieht man, sind alles Gas. Weil früher diese großen Töpfe, weißt du, wenn die dann heiß werden auf der Seite und die Henkel werden heiß, ja, und dann langst du da hin, dann schaut das ziemlich übel aus, verheilt beim, natürlich wieder. Beim Hinlangen muss man aufpassen, das stimmt. Egal, wo man hinlangt, muss man aufpassen. So, jetzt haben wir praktisch das Thema was? Jetzt brate ich das Fleisch kurz an. Jawohl. So, und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen erzählen, Judith, was du. Also, ich weiß, dass du mal bei der Bank gearbeitet hast, dass ja, du irgendwo noch Chefsekretärin warst. Und genau, in der grauen Vorzeit bei der Dresdner Bank in der Direktion. Genau, ja, genau. Genau. Dann habe ich umgeschult, dann war ich Regieassistentin. Mhm. Und ja. Da habe ich noch meinen gekannt, den Herrn Spaniol, den wirst du nicht mehr kennen. Nein, jetzt nicht mehr. Nicht so tragisch. Genau. Und dann habe ich meine Kinder gekriegt. Mhm. Das ist kein sehr kinderfreundlicher Beruf. Und dann habe ich die Kinder gehabt, war Hausfrau und habe mir erlaubt, eine Kinderagentur zu eröffnen. Eine Kinderagentur? Ja, und was, so die, und, zur und Förderung für fürs Theater und für Kino und für Werbung, für alles querbeet. Und da hast du die gesichtet, hast ein Casting gemacht oder wie hast du das gemacht? Nein, ich habe sie auf Bewerbung und dann zu Castings geschickt. Und dann habe ich gesehen, ob sie erfolgreich sind oder nicht. Und dann haben wir sie ein bisschen gecoacht. Musst du dann die seelisch betreuen, damit die... Schon. Ja. Schon. Aber jetzt in Zeiten wie diesen, mit diesen ganzen Castingshows, da werden die Kinder leider so verheizt und jetzt mache ich das einfach nimmer. Also ich konnte nur sagen, ich koche seit 35 Jahren für den FC Bayern, mhm, oder seit 30 Jahren, da geht es auf ein paar Minuten nicht drauf zusammen. Und da gibt es jetzt den neuen Campus, wo die Jugend herangeführt wird, mhm, und alle träumen einmal Robben und so Müller zu werden. Ja. Ja. So. Und die haben ein paar Psychologen draußen, nicht für die Kinder, sondern für die Eltern, um denen dann zu sagen, es tut uns leid, aber ihr Kind hat vielleicht das Talent nicht oder er hält den Druck nicht aus oder wenn er da oben dabei sein möchte oder ist zu oft verletzt, weil er halt von seiner Konstellation nicht so ist. Und dann sind die oft ganz enttäuscht und gehen da mit riesen Erwartungen hin, weil die schon die Dollarzeichen sehen. Richtig. Da eine Million, da eine Million. Es ist ja oft so, dass sie schon sehr jung Verträge kriegen oder Manager haben. Und das steigt so manchen, sagen wir mal, in den Kopf, dass er sein natürliches Aufwachsen ein bisschen verdreht. Ja, und das ist ganz schade. Also ich habe sie immer genannt, die Eiskunstlaufmütter, aber die habe ich dann nicht in die Agentur aufgenommen. Und wie lange hast du das gemacht? Ja, schon so 15 Jahre.
15 Jahre. Diese Agentur gehabt, wo du gesagt hast, das wäre was, das wäre was. Das wäre was, okay. Aber auch für Theater. Also ich aber du sie hast nicht, es nicht rausgesucht, sondern du hast es dann zum Casting geschickt. Ich habe sie zu Castings geschickt, okay. Und dann hat man ja gesehen, welche erfolgreich sind, welche ein bisschen gecoacht können, mit welchen man den Text ein bisschen üben muss. Das hat man alles so gemerkt. Aber du machst ja jetzt auch was mit Hunde. Du machst du sowas, das Messer was. Nein, das sieht man ja. Ich habe es jetzt mit Absicht nicht so heiß gemacht, damit wir noch ein bisschen ratschen können, gell, bevor wir das Fleisch da hineinschmeißen. Und du machst jetzt ja was mit Hunde. Naja, mach was. Ist halt mein großes Hobby. Das ist deine Leidenschaft. Genau. Und welcher Typ von Hund? Na, ich habe jetzt einen kleinen Whippet. Ja. Eine englische Hunderasse, also die zweitkleinste Windhundrasse dieser Welt. Mhm. Und ich liebe meine... Wie bist du jetzt auf Windhund gekommen? Das sagt man oft zum Menschen, du bist ein richtiger Windhund. Ja. Richtig, sind es aber nicht. Die Windhunde sind reine Seelenhunde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Richtige Seelenhunde. Wie sind denn die gegenüber einem Schäferhund jetzt? Ist das ein komplett anderer Typ? Komplett anderer Typ, die sind Seelenhunde. Ein Schäferhund, sage ich, Sitz, Bleib, Platz und Kommando. Mhm. Das verträgt ein Whippet gar nicht. Nein, der will gefallen, der will alles machen, was ich mir wünsche. So. Und das ist ein Seelenhund. Den schaue ich an und der macht es. Lass ihn auch auf die Rennbahn dann. Ich lasse auch auf die Rennbahn, aber meine läuft unglückseligerweise nicht. Ihre Freunde laufen alle, weil ich habe so Whippet-Sause-Gruppen gegründet im Münchner Osten. Was heißt Whippet-Sause-Gruppe? Nein, man trifft sich, wer gerade Zeit und Lust hat, trifft sich. Entweder in der Bura so oder in Ebersberg oder so. Nein, das ist frei, Wald und Wiesen, überall. Mhm. Und da treffen wir uns, manchmal sind es 3, manchmal sind es 5. Wir haben es schon gehabt bis zu 10 Hunden bei einem Sausetreffen. Und mögen sie dich dann, die Hunde untereinander, alle. Oder greifen die gleich... Mandel und Weiberl nicht irgendwo? Überhaupt kein Problem, die sind sehr sozial. Mhm. Jeder spielt mit jedem, jeder läuft mit jeder saust mit jedem. Und das ist einfach wunderschön. Und du hast einen? Ich habe einen. Ja, ja, das war das so schon einen. Warum ist es einen zweiten? Mein Gott, ich bin froh, wenn aber was das wäre, dass man einen gut versorgt aber hat. Aber das ist doch auch eine Riesenverantwortung. Ich meine, ich habe selber mal 17 Jahre 2 Schäferhunde gehabt. Genau. Ja. Da musst du Gas geben. Da geht nicht in der Früh Gasse die Tiere machen und geh mal spazieren. Da musst du mit, sonst ist der sauer. Ein Whippet nicht, der geht nicht vor 10 Gasse. Aha. Das ist das Angenehme. Einmal Whippet, immer Whippet, weil ein Whippet ist einfach auf Menschen eingestellt. Aber mal ganz ehrlich, man sieht ganz wenig Windhunde. Wenn du jetzt in München schaust oder auch bei mir im Restaurant, kommen sie ja manchmal mit einem Hund und wenn die anständig ist, tue ich doch gar nicht mit dem Hund kommen. Genau, die liegen immer brav. Brav, ja. Aber in München sehe ich kaum, weil der fällt ja gleich auf mit seiner schlanken Schnauze da und der ist ja vom Körperbau sehr schlank. Aber ist das eine Rasse, die man ganz selten sieht, die man selten hat? Weil wenn du sagst, ein Seelenhund, da bräuchten ja viele Menschen besser einen Seelenhund wie einen Schäferhund, sage ich einmal. Aber viele Leute kommandieren gerne einen Hund. Und das vertragt der Whippet überhaupt nicht. Okay. Also das ist ein Hund, also wenn man einmal ein Whippet gehabt hat, dann bleibt man beim Whippet. Das ist die Gefahr dabei. Ja, das ist ja nicht so schlecht. Nein, wenn man einen hat, dann bleibt man dabei. Genau. Gescheiter, wie andersrum. Richtig. So, und jetzt darf ich sagen, jetzt machen wir was zuerst? Das Fleisch und die Zwiebel, dann hebe ich das Fleisch wieder raus und dann kommt das Gemüse rein. Jetzt hast du mich bloß so abgehalten, dass ich gar nicht fertig bin mit meinen ganzen Kartoffeln. Das bin ich schuld. Und damit die Judith sich wieder regeneriert, machen wir jetzt eine ganz kleine Pause. Danke. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Judith pfeffert gerade Kartoffeln, Gelbwurm, alles, was ihr zwischen die Finger kommt, wird jetzt niedergepfeffert. So ist es. Ein bisschen Würze schadet nie. Jetzt geben wir das da rein. Ich habe das Fett wieder ein bisschen runtergedreht. Das ist jetzt Schweineländchen. Was du hernimmst, das brätst du jetzt an. Mhm. Und die Kartoffel hast du ja nicht in Würfel geschnitten, sondern in dickere Scheiben. So ist es. So ähnlich wie die Karotten sind, die sind ein bisschen schlanker. Jetzt kommt der Zwiebel dazu. Und vielleicht, wenn ich da zum Zwiebel mal ein bisschen was sagen darf. Der Zwiebel hat einen ganz wichtigen Stoff, der heißt Allicin. Und der ist, und für was ist er? Also wenn man sagt, Zwiebel ist immer sehr gesund. Gell? Ja. Der haut die Bakterien nieder, die Pilze, die Viren. Es stärkt das Immunsystem und was ganz wichtig ist, finde ich, er schützt vor Ablagerungen in den Gefäßen. Hat sehr viel Vitamin K und die indianischen Frauen, die haben zum Beispiel, wenn sie kranke Kinder haben, dann haben sie die einen starken Zwiebeltee gemacht, haben den getrunken und über Stillen haben die Kinder das aufgenommen und sind dann wieder gesund worden. Genau. Und in Nordamerika, da hat man ja diese wilden
Zwiebeln, sind diese wilden Zwiebeln gewachsen. Also man sagt, kommen die Zwiebeln eigentlich aus Asien. Ja? Und in Nordamerika sind die wilden Zwiebeln gewachsen. Und in Amerika, da kennst du den Ort Chicago. Genau, das alles nennt Chicago. Man den Ort der wilden Zwiebel. Mhm. Ja, so kommt der Name her. Und das, was die zum Beispiel früher als Heilmittel, als Kräuter, Gewürze genommen haben, das ist ja bei uns leider in Vergessenheit geraten. Nichts gegen Apotheke, man geht halt dahin und sagt, das und das tut mir weh, dann kriegst du irgendwo ein Säum oder auch nicht. Und man kann in der Prävention, ich bin ein reiner Präventionsmann, gell? Ich bin ein reiner Gewürzmann, der eigentlich nur Gewürze nimmt als Medizin. Ja. Lachen aber ein paar, sagen die, spinnt ja. Nein, da passen wir gut zusammen. 99.850 Jahre hat der Mensch nur Kräuter und Gewürze gekannt. Genau. Und seit 150 Jahren gibt es die Pharmazie. Es gab kein Penicillin und es gab kein Antibiotika. Alle diese Dinge sind in Kräuter und Gewürzen drin, wenn man die Kombinationen kennt. Richtig. Und ich habe bei mir einen Doktor beschäftigt, den Dr. Schnabel, der macht seit 17 Jahren, macht er nur wissenschaftliche Arbeiten, was Gewürze können, warum die bis zum 18. Jahrhundert Medizin waren und was die Wissenschaft heute neu weiß. Ich habe auch immer eine Ernährungswissenschaftlerin im Betrieb, damit ich immer auf neuesten Stand bin. Und das ist für mich wichtig. Ich koche jetzt seit 50 Jahren und seit ungefähr 17, 18 Jahren mache ich professionell mit Gewürzen. Und dann habe ich mir sofort einen Arzt eingestellt und auch eine Ernährungswissenschaftlerin, dass ich alle Winkel ausloten kann, nicht nur den Geschmack, sondern auch die gesundheitliche Wirkung. Und jetzt muss ich sagen, es macht mir jetzt richtig Spaß, wenn ich weiß, wenn ich das esse, dann hat das und das hat das. Genau. Wenn man bei der Kartoffel schaut, dass sie ein Grundnahrungsmittel ist. Ja. Aber erst natürlich, seit Kolumbus rübergekommen ist, wieder zurück. Seit es gebracht hat. Und hat gesagt, da habe ich was für euch. Und haben die Deppen die Blüten gegessen. Und nicht die Kartoffel. Und als man in Frankreich die Kartoffel einführen wollte und das Volk, die ja Hungersnot gehabt haben, die Kartoffel nicht gegessen haben, weil sie es nicht geschneut haben, dann haben die Kartoffelfelder rings um Paris angebaut, haben die untertags bewacht und bei der Nacht haben sie Soldaten abgezogen und dann sind die einfachen Leute gekommen und haben sie die Kartoffel geklaut. Und so hat man die dann gezwungen, Kartoffeln zu essen. Genau. Friedrich der Große, der hat es genauso gemacht. Genau, der hat es eigentlich unter das Volk gebracht in Deutschland. Und jetzt werden wir hier unser Pickelsteiner unter das Volk bringen. Aber das tut nichts. Oi! Ja, weil ich ein bisschen... Das tut nichts. Entschuldigung, geh schon wieder hoch. Das müsste nämlich jetzt schon eigentlich so ein bisschen sein und rausgenommen werden. Sehr gut, das werden wir dann da rein. Aber du kannst es meiner Ding noch auch rausnehmen, weil das Lämpchen ja kaum Fett hat. Ich weiß. Und ich bin jetzt nur zurückgegangen, damit er das nicht zu schnell durchzieht. Nein, ich wollte es eigentlich wieder rausnehmen, ja, aber sehr gut. Es hat nichts da. Dann bin ich einverstanden mit Anbraten, denn ich hätte zum Beispiel jetzt das Fleisch gar nicht angebraten. Sondern am Schluss erst. Ich hätte es zum Schluss reingleiten lassen, das mache ich auch mit Hähnchen so, das machen die Asiaten ja auch so mit ihren Curries, dass sie einfach das stückig schneiden, weil sie ja nur eine einzige Schüssel haben. Und da muss man dann schauen, dass das Produkt mit dem Gemüse zur gleichen Zeit gar wird. Richtig, und ich tue es halt ein bisschen, damit ein bisschen Geschmack voll drin ist. Voll im Griff jetzt, habe ich schon gesehen. Voll im Griff. So, jetzt muss ich bloß da. Und die Kartoffel, ja, wenn man jetzt einmal schaut. Ups. Nudel ist sauer, ist ja alles sauer. Ja, Fleisch ist sauer, wir sind sauer, jeder ist sauer. Wir sind nicht sauer. Nein, wir zwei nicht. Die Kartoffel ist basisch und hat 69 Kalorien auf 100 Gramm. Das ist irrsinnig gesunde Kartoffel. Ja. So, und wenn du jetzt möchtest, dass du sagst, ich möchte es schauen, ich liebe Kartoffel, aber... Diese Kartoffel, die macht mich noch verrückt, weil da nehme ich so zu. Dann gebe ich Ihnen einen guten Tipp. Kochen Sie die Kartoffel, lassen Sie es kalt werden und dann erwärmen Sie es wieder. Denn durch das Kaltwerden lassen bildet sich resistente Stärke. Okay. Und damit hast du nachher weniger Insulinausschüttung. Denn Insulin ist ein ganz wichtiges Hormon, ein Wachstumshormon. Aber es verhindert auch 6 Stunden, dass du Fett verbrennst. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man das Insulin nicht zu stark reizt. Denn sonst ist der Teufel los. Ja? Und das ist, wenn man abends richtig Brotzeit macht und haut da richtig rein und sagt, jetzt geben wir mal richtig Gas, dann ist es natürlich leider mit dem Abnehmen nichts. So, du schneidest jetzt schon die... Halt, stopp, wenn ich da was sagen darf. Ja. Der Deutsche kauft die Petersilie... Ich habe dir jetzt gerade gesehen, wie du die Stiele wegschneiden willst. Nein, nur die Kanten. Im Stiel ist die Energie. Im Stiel ist die Energie. Ich nehme genug... Der Deutsche nimmt in erster Linie, der kauft sie mit Stiel, schmeißt den Stiel weg und nimmt die Blattl. Der Asiate nimmt in erster Linie nimmt er die Stiele. Weil da ist die Kraft drin. Was wäre ein Stamm? Verstehst du, was könnte ein Ast machen, wenn er keinen Stamm hat? So schaut es aus. So, ja, mal um das heißt Mensch, der kann ja sogar umrühren. Das Einzige ist, ich bräuchte jetzt eine Brühe und ein Wasser, die muss ich jetzt schnell holen. Entschuldigst du mich kurz? Ja, ich übernehme deine Position, ich stelle mich jetzt da her und sage über die Petersilie was.
Die Petersilie nennt man auch die innere Sonnenbrille des Menschen, weil sie sehr viel Lutein und Zeaxanthin hat. Ja? Und die Petersilie deckt den Vitamin-C-Bedarf, wenn sie geschnitten wird, 100 Gramm, zu 157% am Tag. Wenn du sie schneidest, ich tue es noch nicht rein. Ein bisschen was, nur wegen dem Geschmack. Nein, der Rest kommt am den Schluss. Den tust du dann noch rein. Weil die Petersilie hat sehr viel Vitamin C. Und wenn du es kochen lässt, dann ist es weg. Drum nehme ich dann ist es weg. Ein bisschen was für den Geschmack. Ich rede da nicht rein. Ich rede nur da was rein. Okay? Also, und deswegen sollte man sie schneiden und sofort verwenden. Das wollte ich damit sagen. Und wenn Sie es eine halbe Stunde herauslegen lassen, dann wird 50% aller Vitamine weg. Mineralstoffe bleiben, weil sie sind ein bisschen resistenter. Aber die schaut doch schon mal gut aus. Ja, es ist halt ganz einfache Kost, aber sehr beliebt. Mhm. Dann hat man früher zum Beispiel auch sowas, hat man ein süß-saures Kartoffelgemüse gemacht. Kenne ich auch noch aus von dem der Oma. Ganz einfachen Grund, damit mit Essig, damit es haltbar ist, weil man hat ja keinen Kühlschrank gehabt. Richtig. Und dann haben sie das Depferl an den Keller weggestellt und da es Essig gehabt hat, ist es nicht sauber. Okay? Das haben wir übrigens bei den Linsen und so. Es kommt nur dieses Essigkochen, auch beim Böflamott, kommt aus einer Zeit, wo man keinen Kühlschrank hatte. Deswegen gibt es viele alte Rezepturen, die immer nur mit Essig sind. Das zum Thema Essig. Und jetzt gehen wir weiter. Und schmecken tut es auch noch. Schmeckt das auch noch? Also zum Beispiel, meine Kinder wollten ganz untypisch gerne Linsen. Ja, gut. Die haben auch Spinat gegessen. Die sind auch sehr gesund für den Darm, für alles. Ja, das ist alles gesund. Tolles Eiweiß. Ja. So, und jetzt hätten wir so gern einen Deckel. Einen Deckel. Da hätten wir den da drüben. Ja, dann hole ich ihn. Und vielleicht gibst du noch ein bisschen Brühe drauf oder nicht mehr? Doch, ein bisschen was schon noch. So, und jetzt lassen wir es vor sich hin simmern. Denn dadurch erhalten wir die Vitamine. Wenn sie es kochen wie verrückt, gehen 50% kaputt. Genau. Wenn sie es simmern, gehen nur 20% kaputt. Und im Laufe eines Lebens, da die Song rentiert sich das. Genau. Riecht es gut und dann schmeckt es auch gut. Ich hoffe es. Ja, klar. Ich hoffe es. Ich meine, es ist was ganz Einfaches, aber was sehr fein. Also sehr einfach und doch sehr fein. So, dann da die Song, machen wir mal eine kleine Pause. Gut. Dabei ist es fertig und dann sehen wir uns wieder. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Sesam, öffne dich. Genau. Gut, schaut's aus. So, dann. Schau her, man sieht, dass das noch nicht verkocht ist, dass das einfach nur ein schöner Biss hat. Ist alles noch da. Und da muss man sagen, das Fleisch ist ja sofort durch, weil das ja ein Ländchen ist. Genau. Ist ein bisschen Hitze gekriegt, ist das durch. Außerdem darf ein Ländchen auch rosa sein. Nein, zart. Bisschen rosa. Und wenn es auf ganz sicher ging, dann nehmen wir ein Schweinefilet her, oder nehmen wir ein Kalbsfilet her, oder nehmen wir ein Rinderfilet her, oder ein Hähnchen. Genau. Und was auch ganz gut war, ich sage jetzt einmal, du kannst das Campi reingeben, kannst den Fisch ein bisschen dämpfen da drin, das schmeckt super. Man kann das auch mischen, ja. Total. Das ist sehr variabel, kann sich jeder ganz persönlich nach seinem Gusto machen. Es schaut gut aus. Gut, und jetzt freut sich die Petersilie wahrscheinlich noch mal, wenn sie da mit rein darf. Und ich darf jetzt da auch dazu, zu den endlich schön geschnittenen Kartoffeln mit diesen kleinen Karotten. Ja, das ist zum Schluss nicht geben. Das ist zum Beispiel, wenn man das Koriandergrün vom, also das Grüne vom Koriander nimmt. Dann gibt es alle so einen Pfui Teufel, ich mag das nicht, das ist so seifig. Ihr müsst mir Folgendes machen, also Stiele sowieso, gell? Dann schneiden, letzte Sekunde reinheben, servieren. Und dann schmeckst du exakt die Soße und exakt dieses Koriandergrün viel anders, so, wie wenn es seifig in der Soße drin ist. Naja, das Koriander darf man nicht drin liegen lassen. Das Nein, darf überhaupt nicht. So, Adela. So. Wir zwei werden jetzt ganz langsam anrichten. Aber ganz langsam, weil das Fleisch hat es noch nicht ganz. Naja, das. Ein bisschen derf's. Ich finde, das hat schon. Also, was dem richtig gut da hat, ist dieser schwarze Pfeffer. Okay. Wir haben es ein bisschen noch nachgesalzen, also nur ein Hauch. Weil der Kartoffel natürlich auch Salz zieht und die Karotte ist süß. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu süßlich wird. Und jetzt kommt der Geschmacksträger Butter hinein. Das finde ich ganz gut. Ja, das können wir rücken. Ja, ein bisschen. Butter. Von dem Stückel Butter ist noch keiner dick geworden. Ich habe keine Angst. Nein. Lieber gesund und ein bisschen mehr. Ja, das Schöne ist eben zum Schluss, weil jetzt emulgiert die Butter da mit rein und macht einen wunderbaren Geschmack. Also ich konnte nur sagen, Kompliment, mit diesen wenigen Zutaten so geschmackvoll zu kochen. Vielen Dank. Klasse. Vielen Dank. Ich habe mir zuerst am Anfang gedacht, was macht denn die da?
Was Einfaches. Was Einfaches. Aber diese zwei Komponenten, also ein bisschen Zwiebel ist noch dabei und das Fleisch, toll. Mit dem Pfeffergeschmack ein bisschen vorne. Das ist nicht so salzig. Genau, aber ein bisschen können wir dann noch so ganz leicht. Ja, natürlich. Natürlich. Jetzt brauchen wir noch einen Schöpflöffel. Genau, wenn wir den noch hätten. Da vorne liegt der links. Der kleine. Den bringen wir schon rein. Und ich schenke in der Zwischenzeit einmal das Bier ein. Okay. Ich trinke Bier aber gern auch aus einem Weinglas. Das darf uns ruhig ein bisschen neiplatschen lassen, dass es ein bisschen so eine Art schaumige wird. Eiskaltes Bier. Man muss fast sagen, es gibt nichts Besseres. In Bayern sagt man, es gibt nichts Besseres als was Gutes. Und deswegen tue ich das Norgerl noch da rein. So, Judith, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Einmal. Ladies first, der haben wir da her. Ein bisschen verpatzt. Wir sollten noch einmal schön abwischen. Wo, da? Nein, das ist alles sauber. Ah, da, ja, schon her. Da, der Rand. Ah, hab ich schon gemacht. Gut. Jetzt signiere ich dein Buch. Judith mit DT, gell? Ich mit TH. Ah, Entschuldigung, TH. Naja, sag mal. Judith mit TH. Für Judith. Herzlichst. Das ist aber nett. Da freue ich mich drüber. Vielen Dank. So, schau her. Ja. Gell, bitte sehr. Oh, das ist schön. Steht ein bisschen was drin. Vielen herzlichen Dank. So, und jetzt probieren wir. Genau. Du bist bloß weg, dass wir es nicht gleich abbeizeln. Also, zuerst einmal Prost. Genau. Und ein Riesenkompliment. Dankeschön. Ganz toll gekocht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht hier. Und da sehen Sie, liebe Zuschauer, schreiben Sie uns halt Ihr Lieblingsgericht. Und dann treffen wir uns da. Ich freue mich richtig drauf. Das muss nicht kompliziert sein. Deswegen ja einfach, eigentlich kann man sagen, einfach gut. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, Judith, danke schön. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Hat mir jederzeit sehr gut gefallen. Danke, danke. Danke. Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wurde präsentiert von Möbel Höffner.